Manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten kriminell werden. Könnten. Komm, so ein kleines Kind. Als ob der kriminell werden würde. Boah, ist halt eine Schule. Schule. So, dann hier runter. Baue 10 neue Häuser. Baue ein Warenlager. Errichte ein neues Monument. Eine Reihe. Wenn du keine Arbeitslosen hast, erhältst du 2000 Dinar. Errichte ein Kolosseum und einen Circus Maximus. Römisches Sprichwort. Ubi Vee. Was sind das denn hier für Aufgaben? Manche deiner Bürger sind sehr arm. Ja. Du bemerkst eine edle Residenz. Oh, eine Villa. Ah, nein, Domus. Du beobachtest. Achso, eine Philosophenschule, okay. Dann kann man die nochmal bauen hier. Nicht genug Denarii. Na gut, ich will nicht cheaten, deswegen warte ich jetzt einfach, bis ich mehr krieg. Manche deiner Bürger sind sehr. Eine Gruppe von Bürgern verlangt eine Audienz bei dir. Sie ist besorgt wegen der Warenknappheit in der Stadt. Weizenbräuch. Eine Gruppe von Bürgern verlangt eine Audienz. Ach, okay. Eine Gruppe von Bürgern verlangt eine Audienz. Ach so, hier haben die kein Wasser und kein Fleisch. Oh, und Fluss ist in der Nähe. Okay. Ist ja auch total sehr realistisch. Naja, egal, brauche ich halt nur eine Schweinezucht hin. Da haben die wenigstens auch was zu arbeiten. Die armen Menschen. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, wenn ich es gehört habe, aber ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich gerade Denarii gesagt habe. Ich bin immer noch Sklave. Ein wütender Priester. Wichtig, ich töte ihn. Nein. Gott, mal gerade bauen, ich hab's gesehen. Ja. Schau, immer noch Probleme mit dem Brunnen. Ne, nicht mehr so arg gut. Gut, dann cheat ich einmal ganz kurz. Juhu, es funktioniert. Dann baue ich mal ein Monument. Irgendwo hin. Goldstatue. Komm, passt doch irgendwo hin. Hier steht doch nichts im Weg. Ah, Statue. Nein! Ich kann auch nicht wegklicken oder sowas. Ah, schwule Statue. Gut, da kommt das Monument halt in den Bereich, wo die reicheren Leute wohnen. So. Manche deiner Bürger sind sehr... Scheißegal. Oh, es gibt schon zwei Kriminelle. Upp, stiften. Ja, und ich kann nichts stiften. Rufstand? Die Stadtverwalter retten dich vor dem Steinregen des wütenden Mobs in ihrer... Wurst. Ich hab doch hier, warte mal. Hier ist doch Schweinezucht und ich habe doch auch eine Metzgerei gebaut, oder? Bäckerei, Kräuterhütte. Ach, habe ich keine... Hä? Ich dachte, ich hatte eine gebaut. Naja. Stimmt, hatte ich noch gar keine gebaut. Naja. Film. Hä? Achso, Domus ist okay. Ah.
jetzt habe ich hier ein Monument gebaut. Errichte ein Kolosseum und einen Circus Maximus. Römisches. Baue 10 neue. Errichte ein. Erhöhe die Zahl deiner Häuser auf 100. Du sollst 5000 Denarii nach Rom senden, um deinen Anspruch als Statthalter Londiniums auf Lebenszeit zu festigen. Römisches Sprichwort. Die Stadtverwaltung. Der hohe Priester des Neptun feiert ein großes Fest. Kann ich Neptunbrunnen bauen? Oha, der passt sogar hier hin. Cool, baue ich sofort hin. Okay, Handelsrouten festlegen. Verkaufen. Was habe ich denn? Brauche ich erstmal so einen Leinendeilen. So einen Leinendingsensbumsens da. Wo gibt es nochmal? Genau hier. Gut, hier Leinen. Scheiße. So passt's. Schnell auf die Uhr schauen. Ja, 4 Minuten noch. Aber ich kann mit Fisch handeln. Warte mal. Verkaufen. Weinfleisch. Kann man keinen Fisch. Ja. Schade. Manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten. Vier Kriminelle schon. Ich hoffe, die Brandstiften nicht oder machen sonstige Scheiße. Stifte ich da jetzt was so? Und hier sind sie auch schon voll fortgeschritten. Und die hier leben alle zufrieden, obwohl sie nur so wenig haben. Das ist schon mal cool. Was hat die? Ja gut, dann baue ich mal eine Taverne, um die Leute auszuhorchen. Ja, so hier. Was ist das? Oha. Cool. Ja gut, brauche ich aber nicht. 100 Häuser. Mein lieber Schnolli, das kann viel werden. Nicht genug Denari geschieden. Und gleich nochmal. Zu spät gedrückt. Naja, egal. Umso mehr Häuser, umso mehr Arbeitsplätze muss man haben. Und Arbeitsplätze haben ist scheiße. Leinen. So, jetzt musste aber jemand arbeiten. Du erhältst Bericht, dass die Krise nun beendet ist und die Bürger zufrieden sind. Ja, schon geht's wieder aufstehen. Manche deiner Bürger sind sehr arm. Der Senat erteilt dir die Erlaubnis, in deiner Stadt einen Triumphbogen zu bauen. Das ist eine große Ehre. Der Senat schickt dir 6 Einheiten. Juhu, Triumphbogen. Passt sogar perfekt. Da ist hier der Neptunbrunnen. Und hier dieses komische Dingsens da. 0 Willen noch. Noch. Da gibt's mehr. Cool. Naja,
Aber dann würde ich sagen, dann mache ich hier mal Schluss für heute. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.